17.03.2024. Herr Filvo ist in Eschweiler beim Eschweiler Volkslauf. Die Ruhe vor dem Sturm. Nachher geht's hier rund. So, jetzt ist schon ein bisschen mehr Action hier. Gleich die ersten Starts. Da geht das hier rund. Hier ergibt sich eine enge Stelle. Sollen wir uns hier postieren mit der Kamera? So, da kommen die 10 Kilometer. Alles gut. Oh, Stefan.
Dankeschön. Moin, moin. Da ist er noch gesucht. Morgen. Prima. Morgen. Super. Prima. Prima. Super. Hallo. Ich bin der Letzte. Das macht nichts. Aber ich will ankommen. Das ist die Hauptsache gewesen. Wegen Bergschäden soll der Vierer an einer Stelle verlegt worden sein. Sollte das das Original da markiert sein? Und das die Bergschadenumleitung, die Beschreibung, dass man einen Parallelweg nehmen würde, würde ja hier zutreffen. Gucken wir uns doch mal an. Nee, die Pfütze ist nicht gemeint, aber da ist tatsächlich, das wäre die Originalstrecke gewesen. Man sieht da ganz hinten auch noch die rote Markierung, die schon vorgesehen war. Aber dann läuft man halt jetzt nicht hier an der Straße lang, sondern tatsächlich parallel. Naja, ich habe ja Trailschuhe an, können wir mal gucken, was die meinen. Einsturzgefahr, Bergschadengebiet. Ha. Für das kurze Stück hier, was stürzt denn da ein? Da waren Stollen da drunter, oder wie? Naja, großartig erkennen kann man nichts, da wird gebuddelt, da werden Rohre verlegt, naja. Also in diesem Jahr die Laufstrecke einen Weg weiter rechts diesmal. Also statt da Rumpf kommt man dann von da heute. Und dann geht's wie gewohnt weiter. Das ist der Beweis und das ist ein Indiz dafür, dass die rote Markierung was anderes war. Aber es ist wirklich kein Grund, jetzt hier noch Beleidigungen aufzumalen. Nee, die ganzen auffälligen Markierungen, alles was anderes. Und jetzt mit dem Papierschild haben wir hier vermutlich die Markierungen von drei Veranstaltungen.
aufmerksam laufen und nur die Markierungen beachten, die heute für den Lauf gelten. Der Spendenwald war letztes Jahr schon da, aber die Aussichtsplattform da noch nicht. Dann sichten wir doch auch mal aus, wenn wir schon mal da sind. Ja, da hinten haben wir die Katz. Ja, da. Da kommt da schon der Vierer. Hier hinter der Ecke sehen Sie die Kurz mit. Ach, jetzt komm, geh mal. Hi. Thank you.
Helmut, klasse. Prima. Ich glaube, das sind hier fest markierte Walking- und Joggingrouten hier in dem Wald. Da ist der Wettkampf. Das sind die festen Routen im Wald. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wofür das da ist. Gleich geschafft. Jetzt geht doch bergab zum Stadion. Wunderbar. Michael, klasse. Oh, super. Hi, Leute.
4 mal 7. Die D40 bitte.